So, da sind wir wieder. Wir haben uns währenddessen ein bisschen noch mit Bell unterhalten. Gucken wir noch mal, wo geht's denn hier jetzt noch weiter? Da rechts geht's, glaube ich, nur noch raus, aber wir wollen erstmal die Höhle komplett zu Ende erkunden. Nee, da war auch nichts mehr. Weil ich sag mal, solange wir hier Bell bei uns haben und sie die ganze Drecksarbeit für uns macht, können wir Potro ziemlich leicht trainieren. Ja, werde ich Podgott wahrscheinlich erst bei der nächsten Arena erst wieder einsetzen. Und bis dahin lassen wir die anderen mal ein bisschen kämpfen. Was haben wir da drin? Ein Popo-Stück. Nett. Ich glaube, hier drin kann man auch echt ganz viele von diesen Stücken sammeln, wenn man da mal ein bisschen Lust hat. Und noch ein Popo-Stück. Und ein Top-Beleber. Geld. Es ist einfach alles nur Geld. Moment. Da. Achso, wir haben sogar noch Lee vorne. Ups, salah. So, Manager Gordana. Mit Bissbark. Uiuiuiui. Ich weiß, dass das Ding böse ist. Lass mal Gigasauger ein und guck mal, was kommt. Ich bin auf jeden Fall schneller. Na gut, Bissbark ist auch nicht so schnell. Okay, Feuerschlag war doch eine normale Attacke von ihm. Und nicht eine TM. Pricklet, einmal bitte retten. Da kannst du gerne einen Feuerschlag drauf machen. Das tut nicht so weh. Und der Beulenhelm schützt mich noch mal ein bisschen. Aber eigentlich schützt er mich ja nicht. Schöner Crit. Eigentlich macht der Beulenhelm eher dem Gegner Schaden, als dass er mich schützt. So, Relaxo. Ich lass das mal Ifrit erledigen. Er hat immer noch seine schöne Sancto-Klinge. Boff. Immerhin mehr als die... Okay, das war... Ah, nee, Moment, das ist eine normale Attacke. Okay. Wobei auch nicht besser. Wir haben zum Glück noch die Zauberasche. War ein Crit. Steinschädel, Step, Crit von Relaxo. Tat ein bisschen weh, ja. Das tat ein bisschen sehr weh. Zauberasche weg. Ja. Ja gut, es sind eh alle wieder geheilt wegen Bell. Das heißt, ich schmeiß die Zauberasche einfach direkt weg. Ja. Das tat ein bisschen weh. Ah, May, hier ist das Kram, das sehen wir uns mal genauer an. Okay, jetzt gleich. Wie gesagt, gut, dass wir da noch die Zauberasche hatten, die wir hier gerade noch gefunden hatten, aber... Schade, dass wir sie direkt schon wieder verbraucht haben müssen. Dann wiederum gut, dass uns dadurch Ifrit nicht gestorben ist. Chef Sokrates. Also wir haben jetzt schon Pricklet und Ifrit mit der Zauberasche retten können. Na, nichts wirklich Effektives gegen dich. Bissbart übernehme mal. Wiederbelebte Pokémon müssen müssen umbenannt werden? Nee. Das war ja nur Special mit Slamail, weil das ja... Ich habe keine Ahnung, warum wir den Slamai genannt haben, aber die bleiben bei Pricklet und Ifrit. Guck mal, jetzt möchte der mich heilen und Bell möchte mich heilen. Alle wollen mich heilen.
Haben wir gerade das Geschenk des Lebens gegeben? Okay. Was ist das für ein, nur für ein Ort? Irgendwie ist das doch seltsam. Ist das wirklich das Herz des Janusbergs, der dann dem Heatran lebt? Heatran ist ein Pokémon, dessen Adern Blut wie Magma fließt. Liegt hier irgendwas rum? Nein. Okay, ich gehe dann mal. Wie kann man hier Heatran nochmal rufen? Weißt du, wo man den bekommt? Vor der Liga? Double the Electek, double the Fun? Bevor ich überhaupt versuche, hier zu fliehen. Hier, Pokewedel. Das Herz des Berges ist ein leerer Raum. Der Janusberg ist herzlos. Achso, gut, das ist erst da ganz hinten, das heißt. Oh, Dreierkrampf. Das heißt, es ist erst nach der Liga. Ach, guck mal, so viel Eis-Pokémon schon wieder. Hilfrit, komm du mal raus. Wenn es eh erst nach der Liga ist, dann bringt mir das ja eh nichts. Natürlich machst du gerade Schutzschild. Du Akupressur, okay. Verteidigung steigt stark. Moment, hat das Ding nicht gerade Akupressur eingesetzt? Oder hat jemand anderes Akupressur eingesetzt? Hau erstmal Sneebel weg. Du kannst da mal rüber besamen und du machst die Matschbombe auf Petsneef jetzt vielleicht mal. Ach, Sneebel kann für andere Akupressur einsetzen. Ah. Interessant. Ich wusste ja, dass man Akupressur auch auf andere einsetzen kann. Petsneef mit einem Step. Trinken wir mal mit Eisstrahl. Aber gut, das hat mich eh wieder schon wieder fast voll gemacht. Wobei möchte ich überhaupt noch. Naja, komm. Hau mal physisch drauf und guck mal, was dabei rumkommt. Du kümmerst euch um das Petsneef. Wobei, Moment, ignoriert Sanctoklinge nicht sogar Verteidigungsboosts von Gegnern? Da war doch was. Ja gut, guck mal nach, ist es seltsam, was Akupressur man sich bei sich selbst verwenden kann. Ja gut. Ergibt auch sehr viel mehr Sinn, dass man es bei anderen einsetzen kann, das stimmt. Ja, unabhängig von den Statusveränderungen richtet es Schaden an. Ja, dann. Bei dieser Verteidigungsboost ja eh total egal. TM Ruhrort ist gar nicht mal so schlecht. Das ist doch schon ziemlich cool. So, ich pack mal kurz. Ich würde nach vorne für den Fall, dass ich flüchten muss. Ja, muss ich dann wohl. Die Sache ist, bin ich schneller als ein Electek. Ich denke mal schon. Ja. Also zumindest schnell genug gemacht zu hauen. Wir können alles Ruheort lernen.
Podcott und Lee können es noch nicht lernen. Das ist gar nicht mal so doof, so ein Ruheort. Kann auch mal was anderes aus einer Pokémon kommen? So ein paar Stücke vielleicht? So vor allem für die nächsten Attackenlehrer. Erzwinger. Erzwinger. Kein Siezwinger. Immer müssen die Männer einen dazu zwingen. Ein Giftschleim. Hätte ich jetzt ein Gift-Pokémon, würde mir das auch was bringen. In einer Staubwolke direkt zwei Electric und dann noch ein Männchen und ein Weibchen. Was die wohl beiden getrieben haben, dass sich so viel Staub aufgewirbelt hat. Tja. Guck mal, ich habe eine Machtkette gefunden. So, ich glaube, damit haben wir den Berg jetzt komplett erforscht. Hat ein Spell doch gut bei geholfen. Na, guck mal, ein Indigo-Stück. So muss das. Kann ich mir damit jetzt nicht eigentlich sogar die... einen Sondersensor holen? Kann es sein, dass der Berg in Schwarz-Weiß 2 und in Schwarz-Weiß und Weiß 2 unterschiedlich auch aufgebaut ist von den Gängen her? Oder liegt es echt einfach nur, dass der eine aktiv ist und der andere nicht? So als Unterschied. So, und hier geht's jetzt raus. Da kommen wir nochmal ein Grünstück. So, wenn man hier weitergeht, kommt man nach Hondula. Ich würde mich gerne noch ein wenig umsehen. Was sollen wir machen? Uns kurz trennen? Okay. Okay, du hast recht. So kann ich mich weiter. So kann ich weiter versuchen, etwas in Sachen Heatran herauszufinden. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Pass gute Reise und pass auf dich auf. Ich danke dir. Du hast mir immerhin dauerhaft geheilt und alles. Hondula! Und ich habe einen Akku gefunden. Der Clan der Zasters. Wollten die mir nicht noch ganz viel Geld geben? Ich habe da noch so ein paar Sachen. Du bist ein superreicher, superreicher. Ja, eine alte Krone. Yo, nimm mein Geld. Nee, nimm meine Items. Gib mir dein Geld. Hier, alter Dukat. 10.000, nimm ihn. Den alten Taler kannst du auch haben. Immerhin. Habe ich noch mehr von den alten Sachen? Habe ich da noch irgendwas? Immerhin eine Herzschoppe. Ich glaube, sonst habe ich nichts, ne? Das Spiel laggt bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob es bei euch vielleicht laggt. Ich meine nicht, oder? Ja. Oh. Alte Money. Ja, das war gerade wirklich ordentlich Money. Wollte unsere Rivale nicht hier irgendwo kämpfen in der Stadt? Da. Top Äther. Ich habe hier den Schutz nochmal eingesetzt. Ich habe Stratos-Eis im Sand gefunden. Liegt das noch Ästen? Oh, das ist ein Item. Das ist so eine Stelle, an der kommt man nur im Herbst dran, wenn ich das richtig sehe. Achso, hier schon. Ein Giftjuwel. Hier oben ist auch noch was. Ein Panzerfossil. Was man nicht alles in Hondula am Strand findet. Also, wenn mir gerade einfällt, muss man hier nicht nochmal gegen Typi-Dypi kämpfen? Ich meine auch, ne? Hast du TMs? Nein. Du bist
kannst du eigentlich? Eis mit Sandgeschmack. Lecker, lecker. Yep, das denke ich mir auch. Ich habe einfach die ROM gerandomized. Yo. Steht das auch in der Beschreibung, was man da alles nehmen kann und was ich gemacht habe. Alles unterm Stream. Na dann. Augenblick mal! Was herausfinden, wer stärker ist. Ja. Wenn du unbedingt möchtest, Hugh. Champion Hugh. Mit Rex Blizzard. Sag mal so, da ich eine gerandomized ROM benutze, ist es, glaube ich, wohl offensichtlich, was ich benutze, oder? Oh, sind sogar einen Step ein. Yo, suddenly low Kanonade. Was 10 KP Schaden macht. Ich mache aber auch nicht sehr viel mehr Schaden. Von daher. Gucken wir mal mit Gift. Aber das geht doch. Aber ich verstecke, dass mit einer der stärksten Attacken mir 10 KP Schaden gemacht hat. Joa, ne? Machen wir mal weiter drauf. A typical Potgott. Schmilzt das Rex nicht bei der Lore-Kanonade? Könnte man meinen, ja. Yo, Potgott klärt. Voluminas. Kann Bissbart mal machen. Hughs letztes Pokémon keine Explosion. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Einmal die Sanctoklinge. Shelterra. Hui. Gegen Shelterra. Ich glaube, Eisattacken habe ich keine. Feuerschlag wird aber nicht viel Schaden machen. Fliegen könnte ein bisschen Schaden machen. Gibt mir noch einen Flügelschlag. Bleib mal mit Bissbart drin und mach einen Feuerschlag. Das war doch ein bisschen mehr. Oh, es brennt. Das ist gut. Also am Ende versuche ich wirklich ein bisschen mehr Schaden, als ich erwartet hätte. Komm schon! Naturkraft. Erdbeben! Yo! Ist gut! Es hat eh nicht viel Schaden gemacht. Das hat auch wahrscheinlich mit einem Crit auch allerhöchstens, wenn dann nur ganz knapp gereicht. Aber trotzdem, Naturkraft Erdbeben. Weil es am Strand kämpft. Wieso auch nicht? Gegen Shelterra wird auch eine Eisattacke toll. Ja. Das kann sich sehen lassen. Wir sind so stark, dass Team Plasma schon beim Anblick unserer Teams die Flucht ergreifen wird. Aber wenn sie glauben, sie können mir entkommen, haben sie sich geschnitten. Ich werde dafür sorgen, dass meine Schwester ihr für Lilo zurückbekommt. Kostet, was es wolle. Also, ich hoffe, ich kann weiterhin auf deine Hilfe zählen. Viel Erfolg noch mit deinem Pokédex. Schließlich wurdest du offiziell darum gebeten, ihn zu vervollständigen, nicht ich. Ja, du hast ja auf einen Pokédex gestappt, einfach weil. Und bei mir heißt es ja, ja, du musst ihn auffüllen. Ich nicht, ich habe ihn nur einfach geklaut. Gut, dass Ifrit nicht draußen war. Ja. Heilsame Spitze.
Ach ja. So, wenn ich mich jetzt nicht irre, dürfte jetzt rein theoretisch Kobalium kommen, oder? Auf der Route jetzt hier nördlich. Das heißt, ich hau mir einen Schutz drauf und wir fangen uns, was auch immer dieses Kobalium wird. Hi. Wobei ich glaube, ich laufe sogar als allererstes direkt hoch zu dem Legendären und Chef Thanatos. Ich habe den Tod gefunden. Und gucken uns dann hier so ein bisschen um. Meinst du, du kannst kurz gucken, auf welchem Level die Pokémon hier auf der Route sind? Irgendwie ist Lee aktuell immer so ein kleines bisschen im Nachteil von den Typen. Hast du überhaupt genug Bälle? Ich habe so nur zwei Meisterbälle. Enough said. Und die wilden Pokémon? Oh, das ist ja super. Wie sieht es dort aus? Okay, das ist von dem tiefen Ho, also von dem dunklen Gras, ne? Muss ich mich dann einfach nur fernhalten. Wieso habe ich jetzt auch einen Schutz eingesetzt? Bin ich blöd? Ich möchte darauf keine Antwort haben. Bin ich ja echt mal auf das legendäre Pokémon gleich gespannt. Könnt ihr mir mal mit ordentlichen Pokémon ankommen, die gegen die Lee auch was machen kann? Ich sag mal, ich habe einen Kreuzdonner, aber ich möchte nicht bei einem Pokémon drin bleiben, was sich potenziell mit zwei Attacken sehr effektiv trifft. Hornattacke. Ja, gut. Lehmschuss. Also bisher hätte ich noch mit Lee drin bleiben können. Innet gegen ein X-Bad. So nützlich. Jo, und dann erstmal ein Crit. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass du blöd. Ich hätte jetzt gesagt, dass du nicht blöd bist, aber dass du keine Antwort möchtest. Ja, ich möchte nicht wissen, dass ich nicht blöd bin. Ja, doch, war richtig so. Vielleicht bin ich minimal unterlevelt aktuell. Aber auch nur vielleicht. Das ist ein Gyarados mit Schnarchnase. Ich glaube, ich schmeiß einfach direkt. Wenn es ein cooles Legendäres ist, dann schmeiß einfach direkt einen von den Meisterbällen. Und fertig ist. Versuchen wir noch ein bisschen an den Trainern vorbeizulaufen, dann haben wir noch ein bisschen mehr für das Pokémon danach. Dupdi-dupdi-du. Die drehen sich eh nicht um. Je nachdem, vielleicht ist ja was richtig Cooles. So, Mila, setz Zerschneider ein. Oder so. Da steht was. Jetzt habe ich, glaube ich, über den Spruch übergeredet. Was war das für ein Ruf? Celebi. Das ist schon ziemlich cool. Ich würde sagen, wir fangen uns in Celebi. Ich glaube, bei Celebi passt der Traumball einfach besser. Celebi, du kriegst einen Traumball ab. Was? Der Traumball ist kein Meisterball? Okay, dann schmeißen wir halt unseren normalen Meisterball. Das ist wenigstens ein Meisterball.
Wer braucht schon die Verteilung im März, wenn das hier jetzt schon kommt? So viel dazu, dass der Traumball ein Meisterball ist. Tja, aus der Traum. So. Ein Name. Das ist voll das harte Celebi. Rockby. Rocky. Das ist so unkreativ. Irgendeine Idee für ein Celebi? Albtraum. Cell. Stein. Sind wir jetzt schon Shorty oder was? Sellerie. Ich nenne es einfach mal Nightmare, weil es nicht im Traumball drin bleiben wollte. Aber hey, wir haben unser Legendäres für die Route. Ist hier eigentlich auch nicht so schlecht. So ein Celebi ist auch irgendwo cool. Die nächsten müssen wir dann halt nur so fangen. Ich glaube, das nächste ist schon zwischen Tessera und... Dingens. Twin Drake, oder? Einfach so mitten auf der Straße. Moment. Nein! Lass mich da unten auf Bewegen gehen. So, Celebi, was kannst du denn? Du hast trägst einen Feuerstein schon mal mit dir. Und hast einen Magma-Panzer. Und es kann Geofissur nebenbei. Das Ding hätte nicht töten können. Gut, dass es das nicht gemacht hat. Aber von den Attacken ist es gerade echt nicht so Bombe. Mein liebes Celebi. Dann müssen wir mal kurz mal was gucken. Nightmare hat Albträume von Käfern. Ja. Haben wir irgendwie eine gute TM gerade da? Nichts mit einem Step. Geofissur, ja. Eigentlich Geofissur, nicht Geofissur. Das hat ja nichts mit Frisuren zu tun. Einmal bitte zum PWT. Celebi, neuer VM-Sklave. Geofrisur. Blitzkanone, Wutanfall, Kehrschelle könnt ihr auch noch. Ja, jetzt ein Wertelink, ne? Felswurf und Kehrschelle. War auch nichts Interessantes dabei. Steht mir noch nicht im Weg rum, du Idiot.